Und ich bin wieder zurück hier in Hogwarts Legacy. Vielen lieben Dank, dass du reinschaust. Wie sieht denn mein Zauberstab so geil aus? Guck mal, der leuchtet vorne. Hä, hat er das vorher auch gemacht? Keine Ahnung. Warte mal. Ich glaube, ich müsste mal ein ganz bisschen das Spiel ein ganz kleines bisschen leiser machen. Es war nämlich in den letzten Folgen alles viel zu laut, aber ihr habt mich, glaube ich, trotzdem verstanden. Und wenn nicht, ist nicht schlimm. Also, ich hole fix das Buch. Schönes Bild. Und kehre zum Professor zurück, denn er möchte eine Karte haben, die ich dorthin legen soll. Und die haben wir nicht. Ich habe die Seiten und die Kartenkammer. Was soll ich mit dem Buch? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, warum er das will. Hat irgendeinen Grund. Und ich kann mich importen. Frage, nächste Frage. Bin ich auch völlig überfragt. Oh. Ach ja, und ich habe ein bisschen geskillt. Wir können nämlich jetzt hier durchschalten und das finde ich so gut. Das heißt, ich kann hier endlich mal Expelliarmus ist da drauf. Ich kann mir das dorthin machen. Alles, was ich irgendwie so nicht ganz so brauche. Und vorsichtshalber einen Kampfzauber, genau. Das ist eine Glubschi-Truhe. Aber die ist schon offen. Hä, wo bin ich hier? Lumos. Die ist schon offen? Hogwarts. Ich bin in Hogwarts. Wieso bin ich so schnell hierher gekommen? Ich bin verwirrt. Ey, Moment. Muss ich mich ganz kurz kratzen. Da habe ich die Maus losgelassen. Ich bin wieder in Hogwarts? Wann Professor Fig wohl zurückkommt? Ich habe ihm versprochen, dass ich meine Studien nicht vernachlässige. Ich habe wohl genug, um mich abzulenken, bis er mit dem Buch zurückkommt. Ich bin genauso verwirrt wie du. Jetzt komme ich da durch. Auftrag verfügbar. Aber sollte ich nicht das Buch noch mit der Karte zurückbringen? Ich bin verwirrt. Hä? Flugstunde. Ja, okay. Jetzt bin ich hier total verwirrt. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Finde den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen. Es gibt Erscheinungsbilder. Ein Hauch von Liebe. Genau. Ich bin verwirrt. Total verwirrt. Sie müssen Depulso lernen, den Verscheuchezauber. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und suchen Sie mich in meinem Klassenzimmer auf. Ja, es ist wahrscheinlich gerade Nacht und ich komme. Was? Ich komme irgendwann später vorbei, Professor Sharp. Wieso kann ich das nicht verfolgen? So. Ach so. Auf der Karte sind ein Wald, eine Brücke sowie Kerzen abgebildet zu. Ich habe sie vorsichtshalber in meine Tasche gesteckt. Okay. Ja, setz dich doch ruhig. Von wegen, die Hauselfen sieht man nie. Putzen den ganzen Tag. Lups. Wir putzen den ganzen Tag hier die Schlossmauern. Gab es hier nicht irgendwo einen Portpunkt, Mann? Da. Gut. Ich habe keinen Plan, wo ich hin muss. Wo soll denn Buch sein?
Fliegen lernen. Ja, keine Ahnung, ich bin da jetzt gerade völlig raus und verwirrt, weil ich mir einfach nicht erklären kann, wie und wo und Hallo, was. Hi. Wie schön, Sie zu sehen. Ja, total. Das, Oh. Ja, ne? Ich weiß auch nicht, was ich gerade falsch gemacht habe. Auf jeden Fall ist es einfach verschwunden. Vielleicht hätte ich da nicht rausgehen sollen? Verstehe ich nicht. Ich muss ja das Buch holen. Aber ich habe das Buch ja nicht bei mir. Ich wusste jetzt auch nicht, wo das Buch ist. Das kommt ja noch hinzu. Oh, ich schlafe mal ein bisschen auf dem Rasen, bis der Unterricht anfängt. Anfangen. Let's go. Alle nehmen sich einen Besen und dann fangen wir an. Oh oh. Mr. Clopton, passen Sie bitte auf. Verzeihung, Madame Kogawa. Bitte? Begrüßen Sie alle nun den Neuzugang in unserem Flugunterricht. Willkommen. Hallo. Hallo. Ziel ist es heute, Sie alle daran zu erinnern, wie Sie sicher mit dem Besen manövrieren. Denn in erster Linie ist der Besenflug ein Transportmittel. Ich fürchte allerdings, einige haben das vergessen. Sturzflüge, Rollen und Loopings werden in diesem Kurs nicht gelehrt und auch nicht toleriert. Das überlassen wir professionellen Quidditch-Spielern, wie den Toyohashi Tengu. Kein Fan, nehme ich an. Nun, dann wollen wir mal sehen, wie gut Sie alle in den Sommerferien geübt haben. Nur zu Ihrer Erinnerung, treten Sie an den Besen heran, sagen Sie hoch, laut und deutlich, legen Sie Ihr Bein über ihn und lassen Sie Ihr Gewicht auf dem Sitz ruhen. Hoch! Danke. Los! Jetzt Sie! Hoch, hoch! Hoch, du dämlicher Schulbesen! Ich hatte gar keine Sommerferien, die ich hätte üben können, geschweige denn einen Besen. Und es regnet auch noch. Hoch! Tö. Das eine Bein links und das andere rechts. Ich will hier keinen Damensitz sehen. Da weht es Sie direkt vom Besen. Und sobald Sie beim Fliegen meine Pfeife hören, landen Sie auf der Stelle. Ich hab doch gar nicht gesagt, wie wir fliegen. Ich soll schon landen. Bewege dich mit WASD, nutze Control und fliegen Sie durch alle Ringe im Innenhof. Aber Vorsicht, die Besen sind Schuleigentum. Ich möchte sie in einem Stück zurückhaben. Aha, ich glaube, ich habe den Dreh langsam raus. Daran gewöhnt man sich nicht so schnell. Wow, okay, wir müssen ein Gefühl dafür kriegen. Gut gemacht. Da Sie sich nun an Ihren Besen gewöhnt haben, was? Sehen wir mal, wie Sie eine eher fortgeschrittene Übung meistern. Ich habe gerade mal 2 Sekunden Flugstunde gehabt, das zählt nicht. Das war Glück. Der nächste Satz Ringe führt Sie über das Gelände und fordert Sie etwas mehr. Okay. Diese Aussicht. Hallo, schöner Tag zum Fliegen. Was? Ach so, wenn ich das loslasse? Okay. Ha, gut, ich kann das. Okay, alles klar. Muss nur einmal antippen. Dann fliege ich schnell. Wenn ich das nochmal antippe, dann... Okay. Das alte Bootshaus. Ich wünschte, du hättest die Überquerung des Sees der Erstklässler erlebt. Eieiei. Hier unten einfach die Region immer durchsliden. Wow, unser aquatischer Nachbar lässt sich auch ab und zu mal blicken. Ah, den habe ich schon mal gesehen. Und hier waren wir auch schon mal, das war gar nicht so toll.
Was? Ich dachte, er zeigt sich doch mal. Das war nicht übel. Danke. Nett von dir, dass du mich lobst. Gut gemacht. Hast du kurz Zeit? Nein. Wir müssen Rennen fliegen. Ich habe gesehen, wie du durch diese Ringe geflogen bist. Offenbar hältst du dich auf dem staubigen Schulbesen ganz gut. Ich kann mir vorstellen, dass du bereit für größere Herausforderungen bist. Aber ich bin zu voreilig. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Everett Clopton. Gehe ich richtig in der Annahme, dass ein Slytherin wie du Interesse hätte, dem Unterricht zu entkommen? Bringt uns das nicht Ärger ein? Kogawa scheint streng zu sein. Ich will keinen Ärger. Kogawa merkt das doch nie. Außerdem, ein Vogel lernt das Fliegen nicht, indem er im Nest bleibt. Folge mir. Na toll, ich kann so oder so nicht ablehnen. Die Führung beginnt in Kürze. Bitte mir nach. Gerade fliegen wir direkt über den Verwandlungshof. Wie immer malerisch. Hoffentlich trinkt der Schulleiter seinen Tee heute nicht am Fenster. Wow. Über den Dingen zu schweben, oder? Da sind die Kerzen. Die Fenster des Hufflepuff-Gemeinschaftsraums sind gerade so zu sehen. Ich freue mich am Lehrplatz. Wie kann Everett so schnell fliegen? Ein nützlicher Trick. Lehne dich für einen Temposchub nach vorne. So entkommst du schnell aus brenzligen Situationen. Beschleunigen. Das ist schon viel besser. Bist du zufällig ein halber Hippogreif? Da ist die berühmte Brücke. Denk nur an all die Magie, die sie aufrecht hält. Sieh sie dir an. Und die Eulerei. Das nenne ich doch mal solide Baukunst. Flugtipps und ein Abstecher nach Hogwarts. Das ist eine tolle Führung, Everett. Auf jeden Fall darf ich nicht vergessen, was die Leertaste macht und was, was die Steuerung macht. Ah. Steig hier ab. Hier oben oder was? So. Mann. Und wo waren Sie beide? Oh, hallo, Professor. Wir wollten nur noch etwas üben. Die Missachtung meiner Anweisungen hat einen erheblichen Punktabzug zur Folge. Mr. Clopton, ich bin enttäuscht von Ihnen. Sie sind in diesem Kurs, weil Sie sich selbst und Ihrem Besen nicht den gebührenden Respekt erweisen. Aber Professor... Genug! Der Unterricht ist beendet. Und Sie sollten zukünftig an Ihrem Urteilsvermögen arbeiten. Kopf hoch. Das war recht gut geflogen. Ja. Die Sache mit Kogawa tut mir leid. Aber du musst zugeben, dass sich die Aussicht gelohnt hat. Punktabzug. Ich bin so froh, ich mal Punkte gewonnen habe für mein Haus. Dieser Umweg war es wert, ein paar Hauspunkte zu verlieren. Du machst dich ganz gut auf dem Besen. Mit einem schicken Modell könntest du sicher Runden um Imelda fliegen. Sie ist Kogawas Liebling. Mit einem eigenen Besen könnte ich ihr einiges zeigen. Leider muss ich den Schulbesen nach dem Unterricht zurückbringen. Vielleicht sollte ich einen Besen kaufen. Ja, wenn du das kannst, würde ich auch gern.
Ich empfehle einen Besuch bei Albie Weeks von Spinwitches in Hogsmeade. Er testet ständig neue Modelle. Ich werde am Himmel nach dir Ausschau halten. Okay. Fliegen abgeschlossen. Wenn ich mir bloß den Funkelfunkenbesen bei Spinwitches leisten könnte, das wäre ein Spaß. Funkelfunken? Spinwitches hat eine Filiale in Hogsmeade eröffnet. Na, die neuesten Besen. Nicht, dass ich einen bräuchte. Zu Hause habe ich das neueste Modell. Natürlich. Der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist es gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können. Okay, kann ich noch wem anders? Nee, ich kann nur mit ihm reden. Ich wünschte, ich hätte meinen eigenen Besen statt der alten Modelle meiner Brüder. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf Madame Kogawa, was da im Unterricht passiert ist. Verlieren wir kein Wort darüber. Der Punktverlust für Slytherin sollte Sie in Zukunft von derlei Unsinn abschrecken. Professor Weasley bat mich, Sie ein paar zusätzliche Zauber zu lehren. Also halten Sie Ausschau nach einer Eule von mir. Sie können auch jederzeit vorbeikommen, wenn Sie Fragen haben. Okay. Also. Ich habe gerade eine auf den Post bekommen. Ach du Scheiße. Wer schreibt denn hier so viel? Ah, okay. Guten Tag, ich benötige Unterstützung bei der Lieferung und dachte, Sie wären vielleicht interessiert. Bitte besuchen Sie mich in G. Pipkins Zaubertränke, wenn Sie sich ein paar Münzen verdienen möchten. Was bin ich ja noch? Kurier? Drohkurier. Ich habe unser Abenteuer in der Bibliothek nicht vergessen. Wie ist das gelaufen? Wenn du ein paar verbotene Zauber üben willst, triff mich vorm Unterrichtsraum von Verteidigung gegen die dunklen Künste. Ich weiß, wo wir üben können, Sebastian. Seien Sie gegrüßt, Neuzugang des Hauses Slytherin. Scorp weiß von dem alten Buch, das Sie für Professor Fig gefunden haben. Scorp kann Ihnen helfen. Genau. Triff mich so bald wie möglich in Lower Hogsmeade. Das haben wir gemacht. Bitte treffen Sie mich so bald wie möglich auf dem Flur im 7. Stock. Ich kenne da den richtigen Ort für Ihre Studien, abseits neugieriger Blicke und Ablenkungen. Ich werde mehr erklären, wenn Sie da sind. Aha, so. Die Übungspuppe steht weiterhin für dich zur Verfügung. Und hier. Sie müssen den Depulso lernen, den Scheuchezauber? Weg. Damit können Sie Objekte oder Gegner wegstoßen. Okay, eigentlich ist es ja dann kein Verscheuchezauber, wenn ich jemanden wegstoße. Na egal. Es ist eher eine Art Schutzzauber. Aber Verscheuchezauber klingt halt komisch. Es klingt so lächerlich. Erledigen Sie die erforderlichen Aufgaben und treffen Sie mich in meinem Klassenzimmer. Oh mein Gott, what? Eine anspruchsvolle Lieferung. Da werde ich hingehen, weil ich verkaufen muss. Das ist eine gute Idee. So, eine sehr gute Idee. Da porte ich gleich mal hin. Ja. Hogsmeade ist toll. Hogsmeade ist schön. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Ja, es wäre toll, wenn meiner auch dahin führen würde. Hereinspaziert, Heiltränke sind unsere Spezialität, falls Sie welche brauchen. Kaufen? Wie kann ich heute behilflich sein? Verkaufen. Den konnte ich noch nicht. Sehr gut. Es schadet nie, meine Vorräte aufzufüllen. Ja. Mal ganz kurz. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Ich habe immer Angst, dass ich verkaufe, was ich gerade angelegt habe. Nein, habe ich nicht. Okay. Okay. Ja, und
Aussehen wird ja da immer gespeichert, ne? Genau. Dann verkaufen. Wie kann ich heute behilflich sein? Nee, das, ja. Nee, das habe ich noch nicht identifiziert. Und was ist das? Fokustrank. Ein Rezept für einen Zaubertrank, der die Abklingzeit Zaubersprüche und des Trinkenden reduziert. Da ist der Donnerbräu. Und Maxima. Den Zauberschaden, der wird erhöht. Auch der Toten von Inferi gesammelte Essenz. Uiuiui. Ja, so ein Fokustrank wäre schon toll. Kann ich nicht sehen, was ich schon kann? Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Zaubertränke mäßig? Beschwörungen, Zaubergriffe, Eigenschaften, Werkzeuge. Aerodusch. Nee. Unsichtbarkeitstrank. Aber sind die 5 von 9? Ja, die fehlen mir. Zutaten, Besen, Tierwesen, Revelio, Erscheinungsbilder, Revelio-Seiten, okay. Erscheinungsbilder, Gegner, Werkzeug. Ich überlege, ob ich den einkaufe, weil der ist bestimmt ganz gut. Ich muss auch unbedingt mal Tränke benutzen. Ich muss mir die auf die Leiste legen. Wie kann ich heute behilflich sein? Weil dann würde ich den nehmen. Eine weise Entscheidung. Vielen Dank. So, und jetzt mache ich deinen Auftrag. Wir sehen uns wieder. Bis bald. Warte mal kurz. Nein, ich möchte gern erst noch. Ich. Konnte ich. Hatte Eulenpost Einstellungen? Ausrüstung. Besserungen Besen. Liegende Reittiere. Zauberstabgriffe. Ach, hier war das, glaube ich. Warte mal. Huch, ein zweiter. Nein. Sorry. Inventar, Ausrüstung. Karte, Aufträge, Eulenpost, Einstellung, Sammlung, Talente. Ha. Incendio. Nein. Da ist ja die Pflanze drin. Lassen Sie meine Tränke heil. Ich bezweifle, dass Sie es sich leisten können, sie zu ersetzen. Entschuldigung. Ich wollte das dort unten machen. Das ist RT. R ist Revelio, genau. Und mit Tab wende ich das aber an. Das ist das Doofe. Das muss irgendwo im Inventar sein. Ansehen. Ich kann damit nichts machen. Scrollen. Interessant. Ich kann damit nichts machen. Ich kann auch nichts wirklich sehen. Ich sehe nur, dass hier so wie so Wasser Flamme hochgeht. Hier sind die Krieger drin. Sieht aus wie eine Stadt. Oder Hogwarts. Hier ist dieser große Turm. Und so. Hier sind die Pflanzen aber nicht drin. Ich habe vergessen, wie ich die da reingekriegt habe. Interessant. Aufträge, Erkundung, Handbuchseiten.
Kampfausrüstung. Ja, ne? Ja. Keine Ahnung, wie ich das durchkriege. Also da durchtausche. Weil ich habe definitiv noch diese anderen Pflanzen gehabt. Oder die sind einfach nicht da. Und weil ich nur eine habe, kann ich das nicht ändern. Das heißt, ich müsste die anderen Tränke mal brauen. Das sollte ich echt mal angehen. Gut. Vier Stück habe ich noch. 0 von 2. Merkwürdig. Okay. Ich will den Auftrag machen. Hallo, Mr. Pippin. Sie brauchen Hilfe bei einer Lieferung? Ja, in der Tat. Für jemanden, der so fähig ist wie Sie, sollte die Reise nach Keenbridge kein Problem sein. Es liegt südlich von Hogwarts. Was soll geliefert werden? Fatima Lawong hat ein paar Unsichtbarkeitstränke bestellt. Früher habe ich das selbst erledigt, aber in letzter Zeit nutzt Fatima jeden Anlass, um zu streiten. Sie beschwert sich unaufhörlich über die Qualität meiner Ware. Wie soll ich Qualität bieten, wenn sie so oft bestellt und mir keine Zeit zum Brauen lässt? Wenn Sie mir diese lästige Aufgabe abnehmen könnten, können Sie das Geld für die Lieferung an Fatima gern einbehalten. Okay. Sie klingt anstrengend. Ich habe nicht gern mit schwierigen Leuten zu tun. Aber gegen eine Belohnung geht das schon. Nun gut. Hier sind die von ihr bestellten Unsichtbarkeitstränke. Hoffentlich macht sie Ihnen nicht zu viel Ärger. Sie ist selbst eine talentierte Brauerin. Ich hätte sogar nichts dagegen, mal einen Blick in ihr Rezeptbuch zu werfen. Anspruchsvolle Lieferung. Okay. Ja, das mache ich aber jetzt nicht. Ich war froh, dass ich verkaufen konnte. Ich werde zurück nach Hogwarts gehen und wir müssen ja dort auch Aufträge machen. Es gibt noch eine Flugprüfung. Kaufe einen Besen bei Spindwitch. Das würde ich später machen. Die Lieferung. Die daedalischen Schlüssel. Da fehlen noch 5 Stück. Ich soll... In den Raum der Wünsche darf ich dann. Ivanesco kriege ich. Beschwörungszauber und Zauberanweisung für Beschwörungen. Und ich soll mich Sebastian dann Confringo. Krass. Ich mache aber erstmal das hier. Genau. Achso. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Erodus und teste sie zeitgleich. Okay. Das bedeutet, ich muss hier... Mit Tränken haben wir alles, was das Schülerherz begehrt. Sehen Sie sich ruhig um. Kaufen. Eine weise gar nichts an Sie übrig. Vielen Dank. Und ich kann auch sonst... Okay. Erodus, Unsichtbarkeit, Donner, Fokustrank. Maxima. Ich kann ja einmal kaufen, oder? Warte mal. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Bis bald. Auf jeden Fall. Ich gehe mal zum Zaubertrankunterricht. Raum, zum Unterrichtsraum Zaubertränke. Hier bin ich falsch. Gemeinschaftsraum Slytherin, nein. Bibliothek. Zaubertränke. Und gucke mal, was die Tränke brauchen. Vielleicht habe ich ja die ganzen Zutaten da. Das wäre natürlich supi toll. Ich hoffe es. Wieder einer, der putzt. Was? Die wollten mich irgendwie gerade davon abhalten. Ich muss auch wie in der Pflanze gucken, ne? So, Erodus Maxima. Kann ich machen. Interessant. Was habe ich da reingekippt? Was war das? Ah, da
das sind diese Krallen von den Spinnen, kann das sein? Oder diese Fangzähne, die darin schwimmen. Das sieht nicht so lecker aus. Genau, Blutigelsaft und Fangzähne. Da machen wir mal noch einen. Na, lecker. Jetzt ist das nicht mehr rot. Wieso ist denn das jetzt nicht? Wird der nicht so gut? Das ist jetzt durchsichtig. Okay. Ja. Jetzt ist es wieder rot. Na gut. Ich habe jetzt alle Tränke, glaube ich, vorbereitet, bis auf einen, den Fokustrank, ne? Genau. Aber da fehlt mir eh Flussgrasstamm. Keine Ahnung, wo ich das herzaubern soll. Okay, ich habe soweit alles vorbereitet und ich würde sagen, ich bin mal raus, bin mal jetzt für raus. Ach egal, für diese Folge. Vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich würde mich riesig über ein Like freuen, ein Abo oder ein Kommi. Lass mal irgendwas da. Ich, freue mich halt drüber. Mach's gut, bis zur nächsten Folge. Wir sehen uns dann ganz bald wieder in Hogwarts Legacy. Bis dann, ciao.